So ging ich mit Jimmy, die Jungfrau zu sehen. Es war in einem Basso, einer Wohnhöhle, am Ende einer Gasse in der Gegend von Piazza Olivella. Vor der Tür des elenden Hauses war eine kleine Ansammlung alliierter Soldaten, zum großen Teil Neger. Es waren auch drei oder vier amerikanische Soldaten darunter, einige Polen und ein paar englische Matrosen. Wir stellten uns in die Reihe und warteten, bis wir dran waren. Nach etwa einer halben Stunde Wartens, alle 2 Minuten einen Schritt vorrückend, befanden wir uns an der Türschwelle. Das Innere des Raumes war unseren Blicken durch einen roten, geflickten, schmutzig-klebrigen Vorhang entzogen. Auf der Schwelle stand ein Mann mittleren Alters, schwarz gekleidet, sehr mager, mit bleichem Gesicht, ungepflegtem Bartwuchs. Auf seinen dichten, grauen Haaren saß obenhin ein alter, sorgfältig gebügelter, schwarzer Filzhut. Er hielt beide Hände vor die Brust, zwischen die Finger ein kleines Bündel Banknoten gepresst. $1 each, sagte er. 100 Lire pro Person. Wir traten ein und sahen uns um. Es war das übliche neapolitanische Interno, ein fensterloser Raum mit einer kleinen Tür im Hintergrund, ein gewaltiges Bett längs der Rückwand und die anderen Wände entlang eine Art Spiegeltisch, ein schäbiger, weißgelackter, metallener Waschtisch, eine große Truhe und zwischen Bett und Truhe ein Tisch. Auf dem Spiegeltisch stand eine große Glasglocke, welche die bunten Wachsstatuetten einer heiligen Familie barg. An den Wänden hingen volkstümliche Öldrucke mit Szenen aus Cavalleria Rusticana und Tosca, ein Vesuv mit der Rauchsäule, die aussah wie der Kopfputz eines für das Biagi Grotta-Fest aufgezäumten Pferdes, und Fotografien von Frauen, Kindern, alten Leuten, die nicht als Lebende, sondern als Tote abgebildet waren, auf dem Totenbett von Blumen umrahmt. In der Ecke zwischen Bett und Spiegeltisch stand ein kleiner Altar mit dem Bild der Madonna und brennenden Öllämpchen. Über das Bett war eine riesige Decke aus himmelblauer Seide gebreitet, deren langer, goldgestickter Fransensaum den Fußboden aus grüner und roter Majolika streifte. Auf dem Bettrand saß ein Mädchen und rauchte. Sie saß auf dem Bett und ließ die Beine baumeln. Sie rauchte hingegen, schweigend, die Ellbogen auf die Knie gestemmt, das Gesicht mit den Händen stützend. Sie schien sehr jung zu sein, aber ihre Augen waren alt und etwas verlebt. Sie war in jener barocken Manier der Capere, der volkreichen Stadtviertel, frisiert, die den Kopfputz der neapolitanischen Madonnen des 17. Jahrhunderts zum Muster nehmen, die schwarzen Haare kraus und glänzend durch Kämme und Bänder aufgebauscht und mit Werk gepolstert waren, turmartig aufgeschichtet, fast als trüge sie auf der Stirn eine hohe schwarze Mitra. Etwas Byzantinisches war in ihrem langen, schmalen, blassen Gesicht, dessen Blässe durch die dick aufgetragene Schminke hindurchschimmerte, und byzantinisch war der Schnitt der großen, schrägen, tiefschwarzen Augen unter der hohen, glatten Stirn. Aber die wulstigen Lippen, durch ein kräftiges Rouge noch vergrößert, brachten etwas unbestimmt Sinnliches und Freches in die zarte Trauer dieses Ikonengesichts. Sie trug ein rotseidenes Kleid mit maßvollem Ausschnitt. Ihre Strümpfe waren aus fleischfarbener Seide und die kleinen fleischigen Füße waren in einem Paar zerrissener und ausgetretener Hausschuhe vergraben. Das Kleid hatte lange, an den Handgelenken eng schließende Ärmel und um den Hals hing eine jener alten, verblassten Korallenketten, die in Neapel der Stolz eines jeden armen Mädchens sind. Das Mädchen rauchte schweigend, den Blick mit abweisendem Stolz starr auf die Tür gerichtet. Trotz der Aufdringlichkeit ihres roten Seidenkleides, dem barocken Aufputz des Haares, den großen fleischigen Lippen und ihrer zerrissenen Hausschuhe hatte ihr vulgäres Wesen nichts Persönliches. Es schien vielmehr der Reflex der vulgären Umgebung zu sein, dieser vulgären Atmosphäre, die sie ganz einhüllte und doch eben nur streifte. Sie hatte ein sehr kleines, zartes Ohr, so weiß und durchscheinend, dass es wie aus Wachs nachgebildet zu sein schien. Als ich eintrat, heftete das Mädchen seinen Blick auf meine 3 Hauptmannssterne und lächelte verächtlich, das Gesicht leicht zur Wand hinkehrend. Wir waren etwa 10 Personen in dem Raum. Der einzige Italiener war ich. Niemand sprach. »That's all. The next in 5 minutes«, sagte die Stimme des Mannes, der hinter dem roten Vorhang auf der Türschwelle stand. Dann schob der Mann durch einen Spalt des Vorhangs das Gesicht ins Zimmer und fragte, »Ready? Fertig?« Das Mädchen warf die Zigarette zu Boden, ergriff mit den Fingerspitzen die Zipfel seines Kleides und hob es langsam hoch. Zuerst erschienen die Knie, eng von der knappen Seidenhülle der Strümpfe umschlossen. Dann die nackte Haut der Schenkel, dann der Schatten des Schamhügels. Sie blieb einen Augenblick in dieser Stellung, eine traurig stimmende Veronika, den Mund halb verächtlich geöffnet.
Dann legte sie sich langsam hintenüber, streckte sich auf dem Bett aus und öffnete ganz ruhig und allmählich die Beine. Wie ist es grausig anzusehen, der Hummerweibchen bei der Liebeswerbung macht, wenn es langsam die Zange seiner Scheren öffnet und das Männchen mit seinen kleinen, runden, schwarz leuchtenden Augen anstarrt und bewegungslos drohend verharrt. So tat das Mädchen, indem es langsam die schwarze und rosige Zange des Fleisches öffnete, so verharrte und die Zuschauer fest anblickte. Tiefes Schweigen herrschte im Raum. »She's a virgin. You can touch. Put your finger inside. Only one finger. Try a bit. Don't be afraid. She doesn't bite. She's a virgin. A real virgin«, sprach der Mann, seinen Kopf durch den Vorhangsspalt ins Zimmer schiebend. Ein Neger streckte die Hand aus und probierte mit dem Finger. Irgendwer lachte, es schien, als erhebe er Einspruch. Die Jungfrau rührte sich nicht, aber sie warf dem Neger einen hasserfüllten, angstvollen Blick zu. Ich sah mich um. Alle waren bleich vor Angst und Hass. »Yes, she's like a child«, sagte der Neger mit heiserer Stimme und ließ den Finger langsam kreisen. »Get out the finger«, sprach der durch den Spalt des roten Vorhangs gezwängte Kopf des Mannes. »Really, she's a virgin«, sagte der Neger, als er seinen Finger zurückzog. Unvermittelt schloss das Mädchen die Beine mit sanften Patschen der Knie, richtete sich mit einem Druck der Hüften wieder auf, streifte sich das Kleid nach unten und nahm blitzschnell einem englischen Matrosen, der dicht am Bettrand stand, die Zigarette aus dem Mund. »Get out, please«, sprach der Kopf des Mannes, und wir gingen alle langsam, einer hinter dem anderen, durch die kleine rückwärtige Tür des Raumes hinaus, verlegen und beschämt, mit den Füßen über den Boden schlürfend. »Ihr dürftet zufrieden sein, Neapel in diesem Zustand zu sehen«, sagte ich zu Jimmy, als wir im Freien waren. »Es ist bestimmt nicht meine Schuld«, antwortete Jimmy. »Oh nein«, sagte ich, »es ist sicher nicht deine Schuld. Doch es muss eine große Befriedigung für euch sein, euch in einem solchen Land als Sieger zu fühlen. Wie könntet ihr euch sonst ohne solche Erlebnisse als Sieger fühlen? Sagt die Wahrheit, Jimmy, ihr würdet euch ohne solche Schauspiele nicht als Sieger fühlen?« »Neapel steht so gewesen«, sprach Jimmy. »Nein, es ist niemals so gewesen«, sagte ich. »Solche Dinge hat man in Neapel noch nie erlebt. Wenn euch diese Dinge nicht gefielen, wenn solche Schauspiele euch nicht ergötzten, würden sie in Neapel nicht geschehen«, sagte ich, »würde man solche Schauspiele in Neapel nicht zu sehen bekommen.« »Wir sind es doch nicht, die Neapel gemacht haben«, erwiderte Jimmy. »Wir haben es schon fix und fertig vorgefunden.« »Ja, ihr habt Neapel nicht gemacht«, sagte ich, »aber es ist niemals so gewesen, Neapel. Wenn Amerika den Krieg verloren hätte, bedenke, wie viele amerikanische Jungfrauen in New York oder Chicago für einen Dollar ihre Beine öffnen würden. Wenn ihr den Krieg verloren hättet, befände sich eine amerikanische Jungfrau auf diesem Bett, anstelle dieses armen neapolitanischen Mädchens.« »Red keine Dummheiten«, rief Jimmy. »Selbst wenn ihr den Krieg verloren hätten, würde man solche Dinge in Amerika nicht erleben.« »Aber man würde noch Schlimmeres in Amerika erleben, wenn ihr den Krieg verloren hättet«, sagte ich. »Um sich als Helden zu fühlen, haben alle Sieger es nötig, solche Dinge zu sehen. Sie haben es nötig, den Finger in ein armes, besiegtes Mädchen zu stecken.« »Red keine Dummheiten«, rief Jimmy. »Mir ist es lieber, den Krieg verloren zu haben und wie dieses arme Mädchen auf dem Bett zu sitzen, als hinzugehen und den Finger zwischen die Beine eines armen Mädchens zu stecken, um die Freude und den Stolz eines Siegers zu empfinden.« »Du bist auch mitgekommen, sie anzusehen«, sagte Jimmy. »Weshalb bist du denn mitgekommen?« »Weil ich ein Feigling bin, Jimmy. Weil ich es ebenfalls nötig habe, solche Dinge zu erleben, um zu merken, dass ich ein Besiegter bin, dass ich ins Unglück gestürzt bin.« »Weshalb legst du dich nicht auch auf jenes Bett?«, fragte Jimmy, »wenn du solchen Gefallen daran hast, dich auf der Seite der Besiegten zu befinden?« »Sprich die Wahrheit, Jimmy. Würdest du gerne einen Dollar ausgeben, um zuzusehen, wenn ich die Beine breit mache?« »Nicht einen Cent würde ich ausgeben, um dich anzusehen«, rief Jimmy auf den Boden spuckend. »Weshalb nicht? Wenn Amerika den Krieg verloren hätte, würde ich drüben sofort hingehen, um zu sehen, wie die Nachkommen Washingtons von den Siegern die Beine öffnen.« »Shut up«, schrie Jimmy und fasste mich heftig am Arm. »Weshalb würdest du mich nicht ansehen kommen, Jimmy? Alle Soldaten der 5. Armee würden mich ansehen kommen. Auch General Clark. Auch du würdest hinkommen, Jimmy. Du würdest nicht einen Dollar bezahlen, sondern zwei, sondern drei Dollar, um zu sehen, wie sich ein Mann die Hosen aufknöpft und die Beine breit macht. Alle Sieger haben es nötig, solche Dinge zu erleben, um sicher zu sein, den Krieg gewonnen zu haben. Ihr seid alle eine Horde von verrückten Schweinen, ihr in Europa«, rief Jimmy. »Da hast du, was ihr seid. Sag mir die Wahrheit, Jimmy. Wenn du nach Amerika zurückgehst, nach Hause, nach Cleveland, Ohio, wird es dir Spaß machen zu berichten, dass der Finger von euch Siegern durch den Triumphbogen der Beine armer italienischer Mädchen eingegangen ist?« »Don't say that«, sprach Jimmy leise. »Verzeih mir, Jimmy, es tut mir leid, deinet und meinetwegen. Es ist weder eure Schuld noch die unsere, ich weiß. Aber es tut mir weh, an gewisse Dinge zu denken. Du hättest mich nicht zu dem Mädchen mitnehmen dürfen.
Ich hätte nicht mit dir gehen sollen, dies Grausige anzuschauen. Es ist mir leid, Jimmy, deinet und meinetwegen. Ich komme mir elend und feige vor. Ihr Amerikaner seid gute Kerle und gewisse Dinge begreift ihr besser als manche andere. Nicht wahr, Jimmy? Manche Dinge begreifst auch du. Yes, I understand, sagte Jimmy mit leiser Stimme und drückte mir kräftig den Arm. Aus Die Haut von Curzio, Malaparte.